Die Ampel ist ja vor allem in allem gut, nämlich um alles Mögliche besonders bunt und schön zu verpacken. Und wir haben uns jetzt mal angeguckt, was erzählen Sie uns und was ist eigentlich wirklich im Haushalt? So viel vorweg, es ist die ganz große Verarsche, aber seht selbst. Ist Klimaschutz doch eine umfassende Aufgabe für alle Politikfelder und selbstverständlich für uns Umweltschützer ganz voran. Es ist keine Verzwergung, sondern es ist ein Tribut an die gewachsene Bedeutung von Klimaschutz. Wertschätzung für Wissenschaft nicht nur abstrakt im Munde zu führen, sondern konkret spürbar zu entwickeln. Wir haben uns viel vorgenommen. Fortschritt braucht Sicherheit. So werden wir das Vertrauen in unsere Demokratie stärken. In der Ampelkoalition werden Bürgerrechte wieder großgeschrieben. Wir haben stabile Renten, unsere soziale Sicherung hat funktioniert und das ist ein gutes Zeichen. Entwicklungspolitik ist auf Geld angewiesen, aber Geld alleine reicht nicht. Mobilfunk und Glasfaser, Schienenwege, Straßen, Radwege, Brücken, Tunnel, das alles sind die Lebensadern einer modernen Gesellschaft. Deshalb werden wir kräftig investieren. Ernährungspolitik ist auch soziale Politik. Ich sage das auch selber als Arbeiterkind. Da spart man nicht daran. Bei Sozialem, bei Kindern, bei Jugendlichen, da wird gekürzt. Und bei der Rüstung, da wird das Geld zum Fenster rausgeworfen. 50 Milliarden im Haushalt und dazu noch ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. So darf das nicht gehen.